okay? Yeah. The girls are so young. Yes, yes, they are young. Please, come. Why do they do this? She has to be cut before marriage. But she's a child. Not anymore. Now she's a woman. Oh, we have to help her, please. No, Carola. This is our tradition. We can't help her. Sie müssen sofort mitkommen. Was soll dieser Jubel von? Sie sehen ein doch... Ein Mädchen liegt in einer Hütte und verblutet. Sie ist gerade beschnitten worden. Die werden nie verbluten. Die Leute wissen, was sie tun. Und das ist alles? Sie lassen das zu? Die Kleine ist gerade 15. In dem Alter heiraten die Mädchen meistens. Ätzchen, das muss es ja ekelhaft. Sehen Sie, ich versuche, den Leuten hier zu helfen. Das kann ich aber nur, indem ich ihr Vertrauen gewinne und ihre Sitten respektiere. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier, aber die Beschneidung gibt es seit Jahrhunderten. Das kann doch nicht ewig so weitergehen, man muss doch mit diesen Leuten reden! Was denken Sie denn, was siehst du? Ich will Sie nicht beeinflussen, aber Sie sollten wissen, was Sie wollen. Hier ist man entweder ganz oder gar nicht. Und Sie sind hier ganz? Ich bin Priester. Ich will hier niemanden heiraten. Regel Nummer eins. Hier lässt sich nichts erzwingen. Wenn ich das nicht verstanden hätte, wäre ich nicht mehr hier. Das ist als guter Rat gemeint. Nice. Hey. You drink too much. You drink all the time. We're having a party. Schwanger, echt? Wie ist der Mulle? Vetter. Wow. Ich mag dich, Carola. So was wie dich hat's hier noch nicht gegeben. Prost. Glaubst du eigentlich an Wiedergeburt? Weiß nicht. Also wenn ich... Also ich wäre gern... Was guckst du mich so an? Also ich wäre gerne... Ich wäre gerne ein Elefant. Die sind so groß und so schwer und die haben so eine schöne dicke Haut und so viel Würde. Manchmal in der Nacht, da kommen sie bis ans Haus und trampeln alles nieder und stehen dann da wie Wesen aus einer anderen Welt. Sie sind so viel stärker als wir. Du bist auch so ein Elefant. Doch, wirklich. Du siehst nur aus wie eine normale Frau, bist du aber gar nicht. Ich werde einen Laden in Wasserloy aufmachen. Einen Laden? Wofür denn? Für alles, was man essen kann.
Das wäre nicht mein erster Laden, ich kann das. Aber das hier ist nicht die Schweiz. Ein Laden ist ein Laden. Und was sagt Lemayan dazu? Ich mach das ja auch für ihn und seine Leute. Also ich glaube, du machst das nur für dich. Auf die starken Frauen. Auf die Elefanten. A shop. I can do that. We don't need a shop. We have our goods. Du hast die Ziegen. Du verstehst es nicht. We don't need that shop. Doch, Lemalian, wir brauchen ihn. Ich brauche ihn. Ich brauche was anderes zu essen. Ich kann nicht nur von Zucker und Ziegenfleisch leben. Verstehst du? We can eat then. Oh Gott. Ich kann das doch nicht. I'm no doctor. No. Come on. Kedia. Help me. Please. Come on, we have to bring her to Mangalal. Please, help me. Come. No, don't touch her. Don't please touch help her. Me. Carola, no. Please. No. Don't touch her. She's bewitched. Was? Don't touch her. Sie ist nicht verhext. Hilf, wenn wir ihr nicht helfen. Come on, please. Oh Gott. Help me. Warum hilft denn keiner? Help me, please. Help me. Oh Gott. Mein Gott, hilf doch. Please. Oh. Oh Gott, help me, please. 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 Please help me. Help me. Please. Thank you.